Wir sind hier in Heubach-Buch in der Hauptstraße 21, wurden zum Gebäudebrand alarmiert mit einer Person, die verletzt war. Beim Eintreffen der Lage war die verletzte Person Schönhausen von den Nachbarn gerettet und der erste Löschversuch über die benachbarte Werkstatt mit Feuerlöschern eingeleitet. Wir haben dann ein weiteres Zero in den Einsatz gebracht zum Nachlöscharbeiten machen, haben das Haus mit dem Belüfter belüftet, um den Rauch auszubringen, um die nähere Schadenslage zu begutachten. Haben dann noch Blutlöscher nach außen gebracht und dann die Einsatzstelle der Polizei übergeben. Des Weiteren haben wir noch den Strom abgeklemmt, warten jetzt noch auf die ENBW, wo uns den Hauptzähler noch abklemmt. Der Brand breitet sich hier im Untergeschoss, ist so eine Art kleine Werkstatt, würde ich es nennen, aus. Und dort war der Brand voll in diesem Raum ausgelegt. Das Gebäude war weil das nicht mehr, nur dieser eine Raum, wo wie eine kleine Werkstatt wirkt aus unserer Sicht. Dort stehen natürlich Benzinkanister, was man halt in so einer Werkstatt eigentlich hat. Wir haben Gasflaschen raus, wir haben die Benzinkanister raus. Wie gesagt, an der Wand hingen noch verschiedene Papiere, wo geklostet und gebrannt haben. Das haben wir alles nach draußen. Jetzt ist es für uns mit der Wärmebildkamera relativ unauffällig und wir denken, dass wir jetzt so nach und nach die Feuerwehren zurückbeordnen können und wieder in die Wache einrücken können. Ein Trupp leuchtet den Hubschrauberlandeplatz noch aus, wo der Verletzte dann mit dem Demerkstängel wieder mit dem Hubschrauber abtransportiert wird wegen den Brandverletzungen. Wir sind mit ca. 40 Kräften und 6 bis 7 Fahrzeugen am Einsatzort.